Eventveranstalter Kurt Feist und sein Promi-Zirkus versammelten sich, um zwei Giganten der Küche zu huldigen. Und die warteten schon sehnlichst auf die Promis. Oft hast du das Problem, dass keiner rauskommt auf die Bühne und mit dir mithilft. Da kannst du sicher sein, dass 80 Personen auf 5 Quadratmeter zusammengescharrt sind und 10 eine Buchtel anrichten. Und das ist also gerade unser Problem. Wie mache ich aus einer Buchtel 8 Portionen? Wir haben uns ja vorbereitet, beziehungsweise mit Andi und Alex schon in der Vorbereitung das Menü beziehungsweise das ganze Buffet abgestimmt. Im Restaurant wurden die Promis auf eine harte Geduldsprobe gestellt, bis sie dann endlich ran durften. Ran an die Buchteln mit vielen Wuchteln oder auch umgekehrt. Da bleibt jetzt nichts über. Da geben wir jetzt Gas. Auch an diesem Abend durfte jeder nach seinem Talent das Seinige zum Gelingen beitragen. Servieren nicht so gern, aber kochen und essen. Vor allem essen. Ja, das hast du aber sehr schön gemacht. Michael ist ein Wahnsinn. Michael hat wirklich, du merkst bei Michael sofort, dass er ein Weltklasse-Tormann war. Hat extrem viel Gefühl in den Händen. Innerhalb von kürzester Zeit musste das Dessert serviert werden. Die Promis brachten den geordneten Küchenablauf ziemlich durcheinander. Na, jetzt ist er ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. So wollt man es. Aber es läuft ja. Schau, die Teller sind schön. Alles schaut schön aus, schöne Garnitur. Die Buchteln sind wirklich ein Wahnsinn. Und ich glaube, besser geht's nicht. Ich habe ja heuer im Sommer einen Kellner gespielt, den Fabrizio, in der Wirtin von Peter Torini, und da habe ich ein bisschen geübt. Ein österreichischer Kellner ist grantig. Ja. Wenn ich zum Beispiel ins Domäuer gehe, das ist nicht okay, das war jetzt okay, hier haben sie die Toppenballer geschnitten, aber schmecken sehr gut. Ja, auch die perfekte Körperbeherrschung beim Servieren war gefragt. Schließlich befand sich beinahe unerkannt ein strenges Jurymitglied unter den Gästen. Buchteln, ja, das ist schon deftig, aber süßer. Ja, das ist schon, ich würde schon zum Buchteln eher was Langsameres nehmen vom Klassischen. Ja, wie der Alex serviert hat, da fällt man uns Lofox ein. Und der Abend bot für Eventguru Feist auch die Chance, seine Lebensgefährtin hochleben zu lassen. Das ist alles freundschaftlich mittlerweile und daher ist es, wie wenn man mit Freunden ein Wochenende verbringt. Einfach nett. Eher süßer, muss ich sagen. Eher die Wuchtel Vanillesauce, das ist eher meins. Aber es ist andere war auch sehr gut, muss ich sagen. Süß waren an diesem Abend nicht nur die Buchteln, sondern auch das dazu servierte Obst. Mich begeistert das ja immer wieder, wenn ich in Alexander in Wien am Naschmarkt gehe. Da sieht frische Bananen, frisches Obst, frische Erdbeeren. Das ist für den Alexander ganz was Neues. Dreiviertel Jahr auf der Alm um, sieht nur Kühe, Holländer und Deutsche, die wichtigsten Positionen für den Alexander. Und dann zeige ich ihm meine Erdbeeren. Und du kannst dir nicht vorstellen, mein Alexander so Erdbeeren, der hat den taugt das. Erdbeeren, schau. Dankeschön, vielen Dank.